da in der Sakristei doch einen sehr guten Eindruck, wie es im Bidum ausschaut. Einmal ist es diese Erkenntnis, dass er die späteren Pfarrherren auch noch für die weitere Ausstattung dann gesorgt haben, nämlich in dem Fall in der Sakristei Antonius Weißer, Pfarrherr, der 1692 da diese Täfelung in der Sakristei einbauen hat lassen. Die Namen gehen dann am oberen Fenster weiter. Peter Eisenstöcken, Michael Kirchmeier und bei der Tür dann Amandus Keinstifter ist da so die Inschrift. Es ist sicher nicht die Inschrift, die weiteren Namen, dass es die Tischler oder so von dieser Täfelung wären, sondern das wären die damaligen Pfarrer, die Kapläne und eben die Inhaber der Riesenstiftkaplan sein, diese Namen. Antonius Beiser hat dann wenige Jahre später, 1696, auch in Wien eine Stube einbauen lassen, die ganz ähnliche Türbekrönungen und Rahmungen aufweist. Also es gibt einen sehr guten Eindruck, wie es dort ausschaut. Das Einzige, was der Unterschied ist, die Stube drüben ist holzsichtig, da haben wir die Stube gekalkt, oder die Sakristei ist gekalkt. Das hat vielleicht einmal damit zu tun, dass das barocke Sehen vielleicht eher einen hellen Raum dann haben wollte, einen einheitlichen, nicht eben diese dunklen, getäfelten Räume. Andererseits ist dieser Kalkanstrich auch immer schädlingsabweisend und brandhemmend, also hat man praktisch das Nützliche mit Angenehmen verbunden und zwar fliegend an der Klappe geschlagen. Ja, diese Sakristei befindet sich gerade bei Hochzeiten, wie wir draußen den Blumenschmuck sehen, war gestern Hochzeit, nach wie vor in Verwendung. Da wird dann die Messe vorbereitet und damit wir das ein bisschen einen Eindruck kriegen, hat man der Herr Dr. Haniger freundlicherweise ein paar Paramente, Kaseln herausgehängt, die zeigen, wie mit unterschiedlichen Mitteln, aber mit Silberfadenstickereien, mit kostbaren Brokatstoffen, mit Nadelmalerei praktisch, mit ganz feinen Stickereien, die Bedeutung des Altarsakraments noch durch die Kleidung des Priesters im Wandel der Zeit in unterschiedlichen Formen aber doch betont worden ist. Also alles zur höheren Ehre Gottes. Ja, damit befinde ich mich eigentlich schon am Ende meiner Führung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie nehmen den einen oder anderen interessanten Eindruck vom heurigen Tag des Denkmals mit. Und falls Fragen sind, beantworte ich die gerne. Falls Sie Interesse haben, vielleicht sehen wir uns am 28. September 2014 unter dem Titel Illusion am nächsten Tag des Denkmals wieder.